Ich begrüße ganz herzlich Dr. Jan-Christoph Wollmann, Arzt und Leiter des Bereichs Medizin und Wissenschaft bei Hefert Arzneimittel. Guten Tag. Schönen guten Tag. Wir reden heute über Vitamin B. Vitamin B ist bekanntlich sehr bedeutsam für unsere Stoffwechselvorgänge. Wenn man es genau nimmt, ist es nicht nur ein B-Vitamin, sondern es sind mehrere Vertreter aus dieser Gruppe der B-Vitamine und die sind für den Stoffwechsel insgesamt mitverantwortlich. Besondere Vorgänge im Stoffwechsel wie Kohlenhydrathaushalt zum Beispiel, die ganze Verstoffwechselung von Eiweiß, Aminosäuren, da spielen sie eine große Rolle, aber auch für Aufbauprozesse wie zum Beispiel die Blutbildung. Ganze Reihe an Prozessen im Körper, die abhängig sind von dem einen oder anderen B-Vitamin oder von allen. Und wie sieht es bei dem Nervensystem aus? Fürs Nervensystem sind die B-Vitamine auch ganz besonders wichtig. Einerseits die Nerven selbst sind in ihrer Bildung abhängig von den B-Vitaminen. Nervenschutzhüllen zum Beispiel, die Nervenscheidewände brauchen B-Vitamine, um sich bilden zu können. Ohne B-Vitamine kommt es dann auch zu entsprechenden Nervenzelluntergängen, zu Polyneuropathie im schlimmsten Fall. Aber auch die Informationsübertragung selbst, die funktioniert mit den B-Vitaminen. Informationsübertragung in dem Sinne, dass die Botenstoffe wie Adrenalin, Noradrenalin, Acetylcholin und dergleichen mehr, dass die in ihrer Bildung abhängig sind von B1 zum Beispiel, B12 oder Folsäure. Welche Symptome haben wir denn, wenn wir nicht genügend B-Vitamine zu uns nehmen? Das ist eine schwierige Frage, weil am Anfang sind es immer unspezifische Symptome, die nicht so ganz konkret auf den einen oder den anderen Mangel hinweisen müssen. Es fängt ganz uncharakteristisch an. Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsstörung, ein bisschen Nervosität, Unruhe, das sind so die ersten Zeichen. Und wenn das länger besteht, dann kann was dazukommen wie Ängstlichkeit oder auch Angststörungen, Depressivität bis hin zu Depressionen. Da kann einiges auftreten. Schlafstörungen auch mal zu nennen. Schlafstörungen sind auch eine Symptomatik bei Stress. Inwieweit hängt das miteinander zusammen? Ganz interessanter Aspekt, dass nämlich die Symptome, die man beim ausgeprägten B-Vitaminmangel bekommen kann, Angststörung, Depressivität und dann eben auch Schlafstörungen, in der Tat die gleichen Symptome sind, die man auch bei der Stresserkrankung hat. Und das hängt ganz stark miteinander zusammen. Wir brauchen bei der Stressantwort, der physiologischen Stressantwort des Körpers, brauchen wir die Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, Adrenalin, Noradrenalin zum Beispiel. Und die Bildung dieser Botenstoffe ist abhängig von den B-Vitaminen. Und andersherum, wenn wir in einem Mangel sind, haben wir eben diese Symptome, die dann eben für die Stresserkrankung auch sprechen können. Das ist wie ein Kreislauf und das hängt miteinander zusammen, geht ineinander über. Um jetzt einen Mangel zu verhindern, wie müsste ich mich idealerweise ernähren, um genügend B-Vitamine zu mir zu nehmen? Ganz viel Obst, ganz viel Gemüse. Fleisch ist der Lieferant von Vitamin B12 zum Beispiel. Die ganzen grünen Gemüsesorten sind relevant für die Folsäureversorgung. Und das ist auch das Problem, weil wir uns in der Regel heute so nicht ernähren, dass halt ein Mangel durchaus ausgeprägt sein kann. Folsäuremangel zum Beispiel bei 80% etwa der Deutschen anzutreffen. 80% ist ja wirklich eine ganz, ganz hohe Anzahl. Absolut. Und es gibt neue Forschungsergebnisse, dass selbst Demenz etwas mit unserem Vitamin-B-Spiegel zu tun hat. Da gibt es in der Tat auch wirklich neue Erkenntnisse. Man hat Studien gemacht bei älteren Patienten und hat deren kognitive Leistungsfähigkeit bestimmt und hat sie dann entweder mit B12, B6 und Folsäure versorgt oder aber mit Placebo und hat dann festgestellt, dass nach einer bestimmten Einnahmezeit, also ich spreche jetzt von 2, 3, 4 Jahren und mehr, dass bei den Menschen, die B-Vitamine zu sich genommen hatten, die Abbau der Hirnleistung deutlich weniger stark ausgeprägt war und dass selbst das Volumen des Gehirns nicht so stark geschrumpft ist wie bei den Patienten, die Placebo genommen hatten. Also macht es Sinn, wenn ich über die Ernährung das nicht mehr schaffe, zu mir zu nehmen, das über Nahrungsergänzungsmittel zu machen. Was bietet Hefert da an? Wir haben keine Nahrungsergänzungsmittel. Da muss man dazu sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind auch okay. Die sind in der Regel aber relativ niedrig dosiert. Arzneimittel im Kontrast dazu haben natürlich einen anderen Qualitätsanspruch. Und wir haben jetzt gerade B-Vitamine, die deutlich höher dosiert sind. Das sind also nicht einfach, was man mal eben so dazu nimmt, sondern das sind wirklich Arzneimittel, die bei einem Mangel entsprechend eingesetzt werden können. Sind das auch richtige Kuren? Man kann daraus Kuren zusammenstellen. Ich sage mal, je nachdem, was der Patient für Mangelerscheinungen hat, von dem einen oder von dem anderen Vitamin, sucht man individuell als Therapeut das aus, was der Patient jetzt gerade braucht. Mischt das zusammen oder stellt das zusammen und kann das als Kur verabreichen. Das macht man dann einige Male über 4, 5 Wochen, etwa 10 Injektionen mit den jeweiligen B-Vitaminen plus Folsäure zum Beispiel. Und dann kann man dem Patienten so eine Vitalitätskur angedeihen lassen. Und dann noch
die Frage, gibt es Konservierungsmittel in Ihren Kuren oder arbeiten Sie komplett ohne? Wir haben keine Konservierungsmittel drin, ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch der Grund, dass wir die einzelnen Vitamine auch in einzelnen Ampullen jeweils getrennt voneinander haben. Das heißt, der Arzt muss sie zusammenstellen. Wenn wir sie vorher schon gemischt hätten, ich sage mal one fits all, unter diesem Aspekt, dann müsste man Konservierungsmittel reinmachen. Einfach, die sind so hoch dosiert, dass es inkompatibel wäre, das eine mit dem anderen vorab zu mischen. Dr. Bollmann, ich danke Ihnen. Ganz herzlich, gerne. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.